So, das ist der zweite Teil. Kraus Kanz, Engine Hannover, Engine Aspria und ich stehe auf dem Steg. Ich gehe jetzt ein Stück weiter. Um mich herum machen die Gänse Krach. Und ja, wunderschöner Blick auf den Maschsee. Und ja, bei so einem Wetter, da muss man einfach rausgehen. Geht gar nicht anders. Ne? Und ich gehe mal so einen kleinen Schwenk zu den Gänsen. Boah, eine ganze Menge heute wieder hier. Und jetzt seht ihr auch schon ein bisschen Strand. Mhm. Darum ist es ja auch ein Strandbad. Und jetzt gehe ich mal einfach nur Richtung Turm. Und ja, was soll ich euch erzählen? Ich bin schon so lange in Hannover, aber ich habe eigentlich relativ wenig gefilmt von Hannover. Dabei ist Hannover so sehenswert. Ja, das glaubt ihr gar nicht. Es gibt ja nicht nur das Aspria, nicht nur den Maschsee. Es gibt auch viel, viel, viel mehr. Und das Einzige, was ich gefilmt habe, war bis jetzt von Hannover, ist der Herrenhäuser Gärten. Ja, da gibt es ja mehrere Teile. Vielleicht habt ihr ja schon mal geguckt. Okay, und jetzt gehe ich einfach mal nochmal hier einen kleinen Break. Ich bleibe mal kurz stehen und dann könnt ihr ein bisschen was sehen. Wunderschön. Und bei so einem Wetter ist natürlich klar, dass ja, die Hannoveraner gehen raus. Und das ist natürlich ein Touristenmagnet, der Maschsee. Der ist immer gevölkert, bevölkert. Ja, und hier haben wir ein schönes Restaurant. Und jetzt gucken wir mal aufs Aspria. Ganz langsam. Und jetzt habe ich Sonne im Gesicht und ich spiegel so ein bisschen. Ja. Jetzt könnt ihr vielleicht mich im Spiegel sehen. Ja, man sieht relativ wenig gerade. Weil alles hier die Sonne habe ich im Gesicht und ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr. Ja, und die Gänse machen hier wieder Alarm. Wie immer. Und jetzt sind sie friedlich. Jetzt sind sie friedlich. So, ich gehe mal weiter. Weiter. Ach, einfach schön. Ich liebe so Tage. Ja, die Sonne im Gesicht. Man ist draußen. Und ja, einfach genießen. Das sind so, Sonntage, die ich mag. Ne? Naja, wer nicht. Boah, guck mal, jetzt kommt wieder Alarm hier. Meine Güte, jetzt machen sie wieder einen Alarm hier. Gucken, ob ich sie rankriege. Herrlich. Geschnatter. Ist natürlich immer zwar schön anzugucken, aber natürlich, die Gänse sind auch immer wieder ein Stresspunkt für die Hannoveraner, weil nämlich sie an den Strand machen. Ja, kacken sozusagen. Ja, und dann hinterlassen sie natürlich was. Und wenn man dann auf dem Rasen liegt, ja, ist das natürlich nicht so schön. Okay, also hat ja wie alles im Leben immer zwei Seiten, ne? Ja, gut, wir nähern uns dem Turm. Immer mehr. Und ja, auch der Steg ist natürlich hier voll Gänsekot und auch Vogelkot. Weil natürlich hier, ja, die versammeln sich immer hier abends. So, und jetzt sind wir hier am Turm, ja, wenn wir nochmal schauen wollen. Und ich gehe jetzt mal direkt zum Geländer. Ja. Direkt zum Geländer. Herrlich. Hier werden übrigens ganz viele Fotos gemacht für Hochzeiten. Ja. Das ist irgendwie ein Highlight für die Paare, nämlich hier gleich an dieser Leiter zu stehen. Ja. Und da machen immer ganz viele, ich gehe mal ein bisschen hoch. Ja. Für ganz viele ist das hier ein richtig schönes Fotomotiv. Ja. Und natürlich dann, wenn man hier steht und dann, ich gehe mal jetzt ein bisschen wieder tiefer, wenn man hier steht, dann ist das natürlich ein super Motiv. Ja, im Hintergrund
dann den Maschi zu haben und das gibt natürlich super Fotos. Ja. So, aber vielleicht schaut ihr mal so den Maschsee, so, den Maschsee euch mal ein bisschen länger an. Also heute ist hier richtig schön ruhig. Wie gesagt, die einzigen, die Alarm machen, sind mal die Gänse, aber sonst ist hier relativ ruhig heute. Im Sommer sieht das natürlich ganz anders aus. Da tobt hier das Leben. Ah, da sind sie wieder. Ah, da machen sie wieder Krach. Ganz hinten habe ich ja schon mal vorhin versucht dran zu holen. Moment. Da haben wir nämlich das Rathaus. Ich habe euch ja gesagt, ich hole das irgendwann nochmal, gehe ich mal direkt hin. Allein das ist schon wirklich sehenswert, ja. Und das Zackelchen natürlich. Oh, ich gehe mal zurück. Zackelt hier natürlich, weil ich aus der Hand filme und ohne Stativ ist immer so ein bisschen, naja, okay. Gut, ich gehe mal kurz rum zu mir. Ich drehe mich mal rum. Yes. Und jetzt hoffe ich, dass ich mich sehe. Ja. Ich sehe mich im Augenblick noch nicht. Doch, ein bisschen schon. Ja, ich habe Sonne im Gesicht. Ich sehe gerade gar nichts. Und ihr seht nur Zähne oder Augen oder irgendwas. Ja, weil ich nämlich im Augenblick noch wieder ganz groß bin. Das muss man wieder kleiner machen. Kleiner. Da ist die Angie wieder. Yay. Da bin ich. Und ja, ich muss mal kurz mir selbst mal so ein bisschen den Weg zeigen. Wie Sie sehen, sehe ich gerade nichts. Ihr seht wahrscheinlich mehr als ich. Ich habe die Sonne voll im Gesicht. Und ja, aber ihr seht so ein bisschen Hintergrund, die Treppe und den Turm. Und natürlich immer wieder Gänse. Wow, jetzt aber. Hallo. So, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Break wieder. Das war der zweite Teil, Maschsee. Und wir sehen uns gleich wieder und dann suche ich auch nochmal ein schönes Plätzchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, Kauskanz, das war Angie. Genieß den Tag. Tschüss.